Jo Leute, was geht? Ich bin wieder der Devil of Tanks. Willkommen zu einer weiteren Runde. Let's Play World of Tanks mit den Zehnern. Und ja, wir hatten das letzte Mal den Objekt 163, den FV215B183, den T57 Heavy hatten wir. Die Entscheidung zwischen diesen zwei Panzern ist natürlich ganz easy und ich nehme dann natürlich den T62A. Dann können wir ein bisschen drei Runden mit dem T62A leiden. Und mal sehen, wie es läuft. Top Tier, das ist selten. Aber okay. Und versuchen wir mal was zu reißen. Das ist mal der 10er T62A. Finde ihn besser als Objekt 140, genauso wie den Objekt 34. Und die Panzer, würde ich mal so sagen. So, Heavys haben die Gegner mehr. Und wir haben dafür mehr Mediums. Das heißt, wir könnten da ein bisschen pushen, vielleicht. Weil die haben kein RV, wir haben schon. Naja, mal sehen, wie es läuft mit dem Spiel hier. Gut, dann fahren wir sofort los nach links oben. Haben keinen Bock nach rechts oben zu fahren. Und was haben wir für Heavys? 1, 2, 9er Heavys und 2, 8er. Und die haben natürlich 1, 2, 3, 9er und 3, 8er. Das ist natürlich genau eins mehr. Aber naja, wir können damit leben. So. Wir bewegen uns hier hoch. Ein langer, steiler Weg. Kommen bald an. Der Kollege hat zwei Sterne auf seinem Rohr. Nicht schlecht. Anscheinend kann er mit dem T34-2 echt gut umgehen. Respekt. Ich habe noch für den T66A keine Sternchen, weil brauche ich nicht. Beziehungsweise spiele ich nicht so viel mit dem. So. Jetzt wird es natürlich interessant. So, die Scout ist schon dort. Das ist toll, es gibt keine Artillerie, das ist auch toll. So, da hinten ist schon einer gespottet worden. Er ist kassiert gerade. Ich sehe den natürlich gar nicht. Nicht mal ein bisschen. Und der Kollege ist gestorben. Ah, der hat kassiert, jetzt hat er getroffen, super. Und da ist einer. T54 E1. Also wenn der mich sieht, also dann lache ich. Dann lache ich richtig sogar. Genau, der darf mich gar nicht sehen. Ich bin für den blind. So, ich schieß noch irgendwo dahin, ungefähr, wo er hingefahren könnte sein, was auch immer. So. Ja, tut mir leid, Leute, ich bin richtig krank. Aber passiert halt, man kann nicht immer gesund sein. Trotzdem will ich ein paar Videos machen, genauso wie euch zeigen, welche Zehner am Start sind und so. So, ich mach mal hier ein 360, weil es mir langweilig ist. Wie ihr seht, der Turm kommt nicht mit. Der Turm dreht sich langsamer. So. So lala. Einen haben wir schon verloren, das war die Scout. Das hier tut natürlich nicht viel hier. Die müssen darauf achten. Der Kollege kommt irgendwie von hinten fast. Aha, da ist eine Scout. Das ist ein Waffenträger. Ich hoffe, ich wurde nicht gespottet durch diesen Schuss. Nee. Wollte ich nicht. So. Conqueror hat Conqueror getötet. So, da haben wir einen Gegner. Ich verschiebe natürlich, weil ich es kann. So, jetzt müssen wir nochmal schießen. Ich hoffe, der sieht mich nicht, weil hier ist ein Busch und so. Da ist Waffenträger. Muss ich mich natürlich zurückziehen, weil der sieht mich dann. Ja, wohl noch nicht. Wundert mich. So, ich weiß, wo ungefähr der ist. Ich schieß einfach mal blind dahin. Der Kollege kassiert hart. Das ist schon mal nicht so toll. So. Versuchen wir mal vielleicht noch irgendwelche Gegner zu sehen. Naja, ich habe fast kassiert, aber hatte seinen Nutzen auch. Ja, ich komme bei dem nicht durch, den Kollegen. Ah, ich hasse diese Sachen, wo die stehen bleiben und so weiter. Kennt ihr bestimmt. So, der hat schön kassiert. Da unten ist einer. Und der wird auch kassieren, so. Ich will auch nicht. Hey. Ja, jetzt kommt er hier runter. Das ist dann natürlich nicht mehr nötig, hier hochzufahren.
Hier oben will einer noch hoch, das ist natürlich prächtig. So, ich hoffe, der traut sich da nicht so weit raus. E50M hat ihn. Ah, scheiße, ich bin ja alleine hier. Nicht so toll. Nein, der T-32, der wird schon versuchen. Alter, der hat ihn sogar gedamaged, das ist natürlich toll. Aber sehen tue ich nichts von dem. Doch, ich habe was gesehen. Hat nicht viel Damage rausholen können. Das ist natürlich schade. Schaut mal, welchen Gun Depression der hat. Da kann ich echt nicht viel machen. 4-4 steht's. Der Kollege kommt eh nicht hoch. Das ist schon mal alles geklärtchen hier. Komme ich nicht durch. Er sollte bei mir auch nicht durchkommen. In die Luke. Sehr viele Gegner schon am Start. Also, ja, natürlich drehe ich mich da weg. So, gebe ich dir Damage, er gibt mir Damage. Ich hoffe, ich überlebe die Scout noch. Hat nichts gebracht bei der Scout. So. D50, Alter, wir verlieren echt krass, das ist nicht so toll. Nicht so toll. Wieso, ich muss hier hochfahren, ansonsten tötet er mich. Wenn er mir auszieht, dann ist witzig, aber wenn nicht, dann nicht. 5-6 steht's, hm, nicht so toll. Nicht so toll. Der hat natürlich eine gute Turmpanzerung gegen ein Medium. Gegen Heavys kann er es vergessen. Muss ich natürlich so hinstellen, damit er mich kaum treffen kann. Da kommt ein Bad-Chat, ja, da bin ich am Arsch. Hat eh nichts mehr zu zeigen. Das wird auf mich raus wahrscheinlich. Ich habe nicht mal Damage gegeben. Und da bin ich schon gestorben. Naja. Passiert halt. So. Ja gut, ich lasse euch hier nicht warten und wir sehen uns dann gleich wieder bei der zweiten Runde mit dem T-62A. Und bis dahin. So, hier sind wir wieder. Und ja, der Panzer ist zurück von dem Gefecht und wir haben gewonnen. Das ist doch was Schönes, aber ich glaube, wir haben nicht wirklich viel bekommen dafür. 1300 Erfahrung doppelt, 28.000 Credits. Damage-mäßig sind wir vierter Platz, das ist doch nicht so schlimm. Conqueror, Respekt, hat echt gut gespielt. Ja, und wir sind minus 23.000 Credits gekommen, weil, wie auch immer, Munition verschossen, dies, das. Naja, wir legen mit der zweiten Runde los und versuchen es besser zu machen. Mal sehen, ach, diese Map. Ja, das ist immer so eine Sache. Keine Ahnung, ich mag solche Maps irgendwie nicht so sehr, würde ich sagen, weil die sind mir ein bisschen zu unpassend für den Panzer. Aber man kriegt, was man, man nimmt, was man kriegen kann, genau so heißt der Spruch. Und versuchen das Beste draus zu machen. Wir haben eine Maus, die wird wahrscheinlich eh gleich platt gemacht von irgendjemandem. Aus dem Clan KK kenne ich schon. So. Eine Arti ist natürlich drin, T110E3. Und ich wurde von einem Abonnenten angesprochen wegen dem T110E3, ob ich den mal erspielen möchte. Hatte ich eigentlich schon längst darüber nachgedacht, habe ich euch schon mal in einem Part erzählt, aber ich weiß es nicht, ob ich den wirklich haben will, weil der ist schon irgendwie langsam, hat aber echt Panzerung, keine Ahnung, man muss da schon ein bisschen tricky mitdenken. Keine Ahnung. Da muss man dann echt gut überlegen, ob man den haben will. Weil ich habe ja einen Panzer mit Panzerung. Zwar ist er nicht so gut wie der T-110E3, aber er ist gut genug für Verhältnisse. So, ich fahre natürlich nicht links lang, sondern rechts. Hoffentlich werde ich nicht sofort zusammengeschossen, wie es mal der Fall war. Natürlich, Genauigkeit ist 0. So, ich habe die Artillerie keinen Fokus. Das wäre nicht so toll. Ich hasse, wenn die Artillerie gleich Fokus auf mich macht. Zwei Damage habe ich schon kassiert. Immerhin etwas. Der dritte ist natürlich bei denen prallt alles ab, wisst ihr? Bei mir nichts. Ich bin Ziel Nummer 1. Naja. So, da ist keiner. Obwohl fährt er vielleicht raus. Dann hätten wir jemanden. So, so, so. Ich glaube, hier wäre nicht auch ein bisschen schwer für mich zu spielen, weil ich habe schon Damage kassiert. Na, das wird schon kompliziert. Kationen machen. B
Badget stürmt nicht rein. Ich meine, das glaube ich vom Badget. Das ist ja kein Badget. Ja, ich verschiele natürlich. Ach man, wieso? Ich habe immer diese schlechte Genauigkeit. Das Schießen hat gar nichts gelohnt hier. Hab wieder Damage kassiert. Zufriedenheit ist anders. Ich glaube, der kam nicht durch. Anscheinend doch, glaube ich. Also der kam nicht bei mir durch. Da konnte ich ein bisschen Druck machen. So. Hat natürlich nicht so viel Leben, jetzt muss ich mich ein bisschen zurückhalten, aber. Ja, er trifft mich natürlich, aber ich tue das auch. Denn das ist mir kein großes Ding. So, der ist tot. Auf T110E5 habe ich keine Lust. Ja, ich habe schon kassiert. Der hat mir sogar eine Trawanne geschossen, der Lucky. Kollege hier. Der ESC, wo steht denn der? Oh, okay, das ist nicht so toll. Ja, der fährt raus und schießt sofort. Ja, ich bin gleich wieder tot wahrscheinlich. Ja, natürlich. Die Lauf braucht nicht mal, um mich zu zielen, weil. Wisst ihr, ich könnte genau dasselbe machen. Leute, gebt dem T-62A 1000 Panzerung mehr, bitte. Weil ich habe keinen Bock mehr zu sterben. Wisst ihr, das haben die auch beim VK gemacht und. Es ist OP. Aber ich beschwere mich nicht. Ich nehme es hier, wie es ist. Aber. Wie ich schon mal gesagt habe, die Community entscheidet und die Wargaming-Entwickler akzeptieren das. Anstatt irgendwelche Panzer, die, keine Ahnung, schon OP sind, Alter, einfach mal wegzunehmen. Wie auch immer. Ja, das wird dann wohl ein ganz kurzer Part. Aber ihr seht, es ist scheiße schwer hier zu spielen auf diesen Maps. Und ja, wir sehen uns dann bei der letzten Runde, der dritten Runde hoffentlich. Und können besser was machen und ich spiele dann defensiver. Also bis gleich. So, hier sind wir wieder. Und ja, der Panzer ist zurück von dem Gefecht und wir haben gewonnen. Das ist doch was Schönes, aber ich glaube, wir haben nicht wirklich viel bekommen dafür. 1300 Erfahrung, doppelt 27, 28.000 Credits. Damage-mäßig sind wir vierter Platz, ist doch nicht so schlimm. Conqueror, Respekt, hat echt gut gespielt. Ja, und wir sind minus 23.000 Credits gekommen, weil, wie auch immer, Munition verschossen, dies, das. Naja, wir legen mit der zweiten Runde los und versuchen es besser zu machen. Mal sehen, ach, diese Map. Ja, das ist immer so eine Sache. Keine Ahnung, ich mag solche Maps irgendwie nicht so sehr, würde ich sagen, weil die sind mir ein bisschen zu unpassend für den Panzer, aber man kriegt was man nimmt was man kriegen kann, genau so heißt der Spruch und versuchen das Beste draus zu machen. Wir haben eine Maus, die wird wahrscheinlich eh gleich platt gemacht von irgendjemanden aus dem Clan KK, kenne ich schon. So, eine Art ist natürlich drin, T110E3. Und ich wurde von einem Abonnenten angesprochen wegen dem T110E3, ob ich den mal erspielen möchte. Hatte ich eigentlich schon längst darüber nachgedacht, habe ich euch schon mal in einem Part erzählt, aber ich weiß es nicht, ob ich den wirklich haben will, weil der ist schon irgendwie langsam, hat aber echt Panzerung, keine Ahnung, man muss da schon ein bisschen tricky mitdenken. Keine Ahnung, da muss man dann echt gut überlegen, ob man den haben will, weil ich habe ja einen Panzer mit Panzerung. Ich weiß ja nicht so gut wie der T110E3, aber er ist gut genug für Verhältnisse. So, ich fahre natürlich nicht links lang, sondern rechts. Hoffentlich werde ich nicht sofort zusammengeschossen, wie es mal der Fall war. Natürlich, Genauigkeit ist 0. So, ich habe die Artillerie keinen Fokus. Das wäre nicht so toll. Ich hasse, wenn die Artillerie gleich Fokus auf mich macht. Zwei Damage habe ich schon kassiert. Immerhin etwas. Der dritte ist natürlich bei denen prallt alles ab, wisst ihr? Bei mir nichts. Ich bin Ziel Nummer 1. Naja. So, da ist keiner. Obwohl fährt er vielleicht raus. Dann hätten wir jemanden. So, so, so. Ich glaube, hier wäre nicht auch ein bisschen schwer für mich zu spielen, weil ich habe schon Damage kassiert. Na, das wird schon Komplikationen machen. Badget stürmt nicht rein. Ich meine, das glaube ich vom Badget. Das
ist ja kein Budget. Ja, ich verschiele natürlich. Ach man, wieso? Ich habe immer diese schlechte Genauigkeit. Das Schießen hat gar nichts gelohnt hier. Hab wieder Damage kassiert. Zu fliegen hat es anders. Ich glaube, der kam nicht durch. Anscheinend doch, glaube ich. Also, der kam nicht bei mir durch. Da konnte ich ein bisschen Druck machen. So. Ich habe natürlich nicht so viel Leben, jetzt muss ich mich ein bisschen zurückhalten, aber. Ja, er trifft mich natürlich, aber ich tue das auch. Denn das ist mir kein großes Ding. So, der ist tot. Auch T110E5. Habe ich keine Lust. Ja, ich habe schon kassiert. Der hat mir sogar eine Trawanne geschossen, der Lucky. Der Kollege hier. Der ESC, wo steht denn der? Oh, okay, das ist toll. Ja, der fährt raus und schießt sofort. Ja, ich bin gleich wieder tot wahrscheinlich. Ja, natürlich. Die laufen auch nicht mal, um mich zu zielen, weil... Wisst ihr, ich könnte genau dasselbe machen. Leute, gebt dem T-62A 1000 Panzerung mehr, bitte. Weil ich habe keinen Bock mehr zu sterben. Wisst ihr, das haben die auch beim VK gemacht und... Jetzt ist OP. Aber ich beschwere mich nicht. Ich nehme es hier, wie es ist. Aber... Wie ich schon mal gesagt habe, die Community entscheidet und die Wargaming-Entwickler akzeptieren das. Anstatt irgendwelche Panzer, die, keine Ahnung, schon OP sind, Alter, einfach mal wegzunehmen. Wie auch immer. Ja, das wird dann wohl ein ganz kurzer Part. Aber ihr seht, es ist scheiße schwer hier zu spielen auf diesen Maps. Und ja, wir sehen uns dann bei der letzten Runde, der dritten Runde hoffentlich. Und können besser was machen und ich spiele dann defensiver. Also bis gleich.